Was, vielleicht doch ein berühmtiger Wapiti? Oh, Badewannenszene. Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Nein, wir haben keine Zeit jetzt. Ja, ich wollte gerade in die Wanne. Mama will jetzt in die Wanne. Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha. Sam. Warum macht denn mal nicht einer mal irgendwann mal Licht an? Die hocken da und dustern? Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. So, da suchen wir jetzt natürlich noch ein bisschen Xiaomi Plus irgendwie. Ohne das machen wir nicht. Ein bisschen Badusan. So, kennst du eigentlich noch Badusan, Benny? Nee, nee. Was soll ich sagen? Das kannst du auch tatsächlich ja nicht kennen, weil das so ein Ostprodukt eigentlich auch gewesen ist. Für so Badeschaum. So Ostbadeschaum. Ah, oh, okay. Also, wie fit nur für die Wanne. Wow. Aber das Geile ist, das gibt's jetzt wieder. Oder ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber wir haben letztens eine Flasche in die Hände gekriegt. Haben wir sofort erstmal 3 Kartons gekauft. Das ist wirklich schön. Hallo? Mann, ich wollte doch eine Wanne. Was sucht sie denn jetzt? Ich weiß es nicht. Irgendwie. Was meinst du, wie lange er braucht? Ich glaube, wir sollten lieber mal welchen suchen. Danke, Faller. Schönes Ding. Ja, absolut. Wuhu. Auf geht's, Josh. Auf geht's. Also, Kabel, so die das unbestimmte Gefühl, dass wir halt wirklich hier nur mit Arschlöchern hier sind. Jetzt so höre. Mach da mal irgendeiner Licht an. Ich verstehe das nicht. Der bisschen Kaminfunzel, das sollte jetzt sein oder was? Wird er dann, weiß ich nicht, sollte romantisch werden? Ich verstehe das nicht. Wenn er stört voll so als das wissen die dritte Rad am Wagen so. Okay, bester Mal. Fünfte, besser gesagt. Ich weiß da was für euch zwei. Was? Geh mal runter. Ach, weh, mal runter zu denen. Okay, na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser irren Bude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett. Jetzt wollen die noch mit dem Witcherboard rumeiern? Spinnen die? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Erst im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los. Suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd. Okay. Dann los. Was? Cool. Wie eine Schnitzeljagd? Na, lust mich zu begleiten. Ich wollte gerade sagen, macht Josh auch als Eigentümer dieses Hauses hier irgendetwas? Ne, ja, muss mal runter. Im Keller ist der Boiler. Hm. Oh, unheimlich da vorne. Zusammen losgeschickt hat? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Der alte Kuppler. Der alte Kuppler. Ja, sie sind süß zusammen. Sie sind wirklich süß zusammen. Ich wünschte, sie würden endlich mal weitermachen. Im Ernst, sie brauchen nur ein... irgendwas, das sie zusammenschweißt, wie ein traumatisches Erlebnis. Und schon legen sie sich in den Arm. Bei dem Tempo sind sie im Altersheim, bevor Chris mal in die Gänge kommt. Status-Update. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Ja, Josh. Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Wie sind... Nee, warte. Josh. Wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden Sam, hab ich. Sam, hast du? Hm? Die wolltest du? Du wolltest ja nicht. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du?
Ach ja, ich verwechsel die gerade mit Jessica. Ich glaube, Treppenlaufen kann ich schon ganz allein. Schöne Resident Evil Kameraperspektive. Alter, was ist das für ein Keller, ey? Oh Gott. Platsch, platsch. Finden wir noch irgendetwas? Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Meinst du, da geht noch was zwischen denen? Vielleicht, warum nicht? Also, ne, so. Definitiv nicht hier unten. Ja. Hier will man nicht unbedingt allein sein. So, dann schauen wir uns mal kurz um. Oh. Baseballschläger. Bestimmt schwierig, so ein Baseballspiel draußen im Schnee. Nein, das war doch nicht im Winter, Dummy. Ich meine, wir kamen immer im Sommer her und hatten so viel Spaß. Die ganze Familie war da. Mom, Dad, meine Schwestern. Da war immer jede Menge los da draußen auf der großen Wiese. Ach, egal. Das Leben geht weiter. Neue Realität. Vergiss es. Ich wollte diesen alten Kasten reparieren, stimmt's? Wer weiß, wofür dieser Baseballschläger nachher noch gut sein wird. Hier, kannst du mal halten? So, kurz weg. So, wieder. Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Hey, sorry. Halt mal die Lampe still, damit ich was sehe, okay? Hey! Wie ist das, wenn die nachher noch so Jumpscares dazwischen haben? Nicht schlecht. Dann verziehst du ja automatisch. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. So, das habe ich schon mal gut hinbekommen. Jetzt drücke ich diesen Knopf. Oh, schon okay. Zu spät. Jetzt versuch's nochmal. Was ist denn los? Ganz ruhig. Ist nicht so schwer. Drück einfach den Knopf, sobald das Licht angeht. Okay. Ich krieg das jetzt hin. Klar. Stevie, streng dich an. Streng dich an, Stevie. Ich kann hier nichts anderes machen. Sobald ich loslasse, geht halt nicht aus. Okay. Gut. Schon okay. Jetzt. Ja, halt das Maul. Ich schaff's jetzt. Du musst also quasi, sobald das Licht angeht, musst du sofort loslassen. Hau da ab! So. Ich dachte, wir hätten noch ein bisschen mehr Zeit und die Lampe bleibt länger an. Aber sieht doch wieder aus. Oh, das war jetzt aber knapp. Yeah. Was wäre der der verkackte Quicktime. Na, geh doch mal vor. Nichts Schönes. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Oh, krieg ja zurück. Scheiße jetzt. Da hinten ist etwas.
30-0. Was? 30-0? Der erste Punkt. Zuerst kommt noch 30. Nein, 15. Oh. Ich bin eher ein Ping-Pong-Fan. Okay, du hörst das doch auch, oder? Ja, ist halt eine alte Tausend, ne? Kann schon mal sein. Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Die Lady macht das. Ich geh mal nachsehen. Was? So, wir checken das. Was hast du denn, Angst, Hase? Nein, das ist wahrscheinlich eh überhaupt nichts. Dann halt du doch die Stellung und ich schaue nach. Okay. Tatsächlich irgendwie, wenn warmes Wasser durch so eine Rohre ballert, irgendwie die ewig kalt sind, kann schon mal passieren. Dass man so den Geräusch hat. Aber so? Ja. Oh! Oh! Der Mensch, wer ist das? Boah, ist ja fies, Alter. Oh, komm schon, wieso ist die abgeschlossen? Damit keiner hier reinkommt. Hey. Was? Hey. Was zum Teufel? Du. Ich hab dich blöder Arsch, Alter. Schönes Ding, der war gut. Was sollte das denn? Hier liegt überall dieser coole alte Filmkrempel rum. Hätte ich mir die Gelegenheit etwa entgehen lassen sollen? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein lustig war. Joke-Meister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Also, er hat jetzt quasi eigentlich die Chance gehabt, Okay. sich einen schönen romantischen mit Ashley zu machen, aber er hat sich dafür entschieden, sich einen Kartoffelsack anzuziehen und die anderen zu erschrecken. Ich sag mal so, der cleverste ist er nicht. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel. Und das wollen wir alle sehen. Ich meine, nehmen. Vorsicht vor Josh. Nein, ich will nicht jetzt spielen, ich will Batman! Tasche holen, kommst du mit? Ah. Ja, komm. Okay, wir spielen Matt und wir müssen mit der Natter unterwegs sein. So, was finden wir hier? Nochmal einen Urbautzenkotz. So, haben wir reingeschaut. Oh, sah aus wie Kreissäge und ein paar Finger sind flöten hier. Okay. Ja, achtet auf den Arbeitsschutz. Ich müsste mir jetzt wirklich wegen dieser beknackten Tasche. Oh, danke, Sir. Ja, für, wie heißt der? Emily? Müssen wir zurück. Ich mag Emily nicht. Ich möchte auch nicht mit ihr sprechen. Hey, also du. Ja? Ja, Mitgefühl zeigen, komm, geht's dir besser? Geht's dir jetzt besser? Wie bitte? Das war ein fieser Streit. Je weiter weg von Jessica, desto besser geht's mir. Ich will nur, dass du entspannst. Weißt du? Und Spaß hast. Ich entspanne mich mit den anderen. Guck mal hier vorne kurz. Aber danke fürs Aufmuntern. Ja, ja, erzähl weiter. Interessiert kein Schein. So! Ein schön ruppig hier, das kleine Fernglas. Achso, hier haben wir ja vorhin, genau. Hier haben die ja rumgeknutscht, war? Kann das sein? Oder was? Diskutiert. Weiß ich nicht. Genau, wo Tees so, nein, ist kaputt. Wo Ashley uns davon abgehalten hat, durchzuschauen. Oh, jetzt wissen wir aber, dass das nicht kaputt ist. Das ist schlecht.
Ashley hat uns also angelogen. Du kannst Matt auch nicht vormachen, verstehst du? Er ist doch ein Fuchs. Ich vor allem. Dass er das nicht sieht, irgendwie. Also ist ja schon fast naiv zu nennen. Der arme Kerl. Oder wie ist es? Kann natürlich auch sein, ne? Ja, aber. Ja, ja. Ja, Benni, also wenn du mal von was eine Meinung hast, dann kriegt man das aber auch wirklich ordentlich auf Kärtchen. Ne, welche Option hast du halt? Ne, also entweder akzeptierst du es und weiß ich nicht, nimmst es mit oder du sagst, geh weg. So, nach dem Motto. Ist das wirklich eine Alternative? Eigentlich ist das alternativlos. Also kann keinem empfehlen zu sagen, so drüber hinwegzusehen. Ja, nee, deswegen. Aber wir flirten trotzdem mit ihr. Wir flirten, okay, I do it. Willst du irgendwo mit mir allein sein? Dann komm doch her und find's raus. Na gut. Ja, dann los, auf geht's. Ja? Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ich weiß, ich kann manchmal anstrengend sein. Verhandeln. Hey, ich doch auch. Was? Ich bin auch manchmal anstrengend. Aber ich hoffe natürlich sehr, dass sich die Mühe mit dir lohnt. Oh, tatsächlich? Das hoffst du also? Bin bloß ehrlich. Wenn man bedenkt, was ich da eingepackt habe, möchtest du vielleicht warten, bis wir in der Lodge sind, bevor du dich festlegst. Okay. So. Na siehst du, guck mal hier, lohnt sich doch. Hallo, hallo? Ja, was du nicht weißt, ist, dass es halt einfach mal der Umschnall... Aber ist eine andere Geschichte, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen irgendwie. Du kennst doch ihre Präferenzen nicht. Oh, irgendwas beobachtet uns. Deep in the woods. Hashtag übrigens ab 18, ihr Lieben. Genau das möchte eine Frau hören. Ja, er hat jetzt indirekt gesagt, ja, du bist anstrengend. Deshalb Frauen sind Meister darin, dir das so auszulegen irgendwie. Oh, heute Abend ist es so schön. Er hat die Shotgun eingepackt. Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Ah, ich hab nicht nur Muskeln. Ich hab im Kopf auch was drin. Na, du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen? Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Im Schnee ist jetzt aber auch finster. Ja, das macht man sich halt warm, ne? Also ist er. Weißt du, Benni, unter uns. Wir sind ja unter uns, Benni. Genau, wir sind unter uns. Sex im Schnee? Nicht so dein Ding. Es gibt jede Menge Stellen nee. Hier draußen. Ich hab uns doch hier schon Nee. Wie ein Gentleman. Komm schon, sehen wir uns um. Also ich auch nicht. Ich stell mir aber nicht besonders geil vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weil. Aus Gründen. Aus Gründen. Also, wer unten liegt, hat einfach verkackt. Irgendwie. Ja, dann legst du halt vorher irgendwie eine Jacke drunter oder so, damit es nicht ganz so schnell kalt wird und dann kommt ja von oben die Wärme und so. Verstehst du? Ja, das Problem an der Sache ist, Benni, du wirst bestimmt, und da werden mir jetzt wahrscheinlich auch alle Frauen in diesem Chat irgendwie beistimmen, dass Frauen kategorisch kalt ist. Den meisten auf jeden Fall. Das stimmt. So, und wenn du anfängst auszublättern, was glaubst du, was da... Das nie. Also das ist wie, wie Sex am Strand so, mit dem ganzen Sand und alles. Das, man hat eine sehr romantisierte Vorstellung davon, aber eigentlich geil ist das nicht. Nee, ich kann auch, einen Heuboden kann ich zum Beispiel auch nicht empfehlen. Das ist einfach nur so. Ja, Heu ist nicht. Nun? Ja, wir flirten. Flirten. Also du malst dir wirklich was aus. Du glaubst, du kannst hier landen, ja? Ja, klar. Ich reiße sie dir sowieso runter. Vielleicht will ich sie aber vorführen. Bringt mich in die richtige Stimmung. Los, holen wir sie. Mehrzahl, bringt mich in die richtige Stimmung. Ist aber auch schön. Na klar, dann werden wir es tun, Eure Majestät. Ist ja gar kein Problem. Also guck mal, der Vater würde sogar die Socken anlassen. Würde nicht schon warm. Sand ist aber auch mies, ja, absolut. Das ist, oh, warte mal, links oder rechts? Messer oder Engländer? So, hier ist Licht, hier vorne leuchtet irgendwas. Ja, aber da oben sieht es aus wie so ein Totem.
Da oben sah es aus wie ein. Ja, wenn du mal kurz zurück. Ja, vielleicht liegt da ja noch was Schönes. Ist echt ein sexy Kussmund auf dem Ding. Steck doch mal die Hand rein. Ey, das würde ich. Jetzt ganz langsam. Steck du doch die Hand rein. Soll ich sie retten? Ich rette Cole doch mal raus, ja? Emily! Ja. Emily! Ist doch verarscht gewesen. Ist schon ja klar, aber. Reingelegt, Tommy. Scheiße, bist du albern. Ach, jetzt komm! Was war das? Der Blick geht immer erstmal Richtung Chat irgendwie. Das ist gar nicht cool. Ah. So, what's it? Sex am Marterfall. Ah. Wer träumt davon nicht? Ja, das ist. Kann man. Indianer schon. Wahrscheinlich. Springen wir runter. Oder? Jo. Und hüpf. Und alles in so einer stilechten Jogginghose, Alter. Danke. Oh, wow. Also soll ich Adidas. Ja, aber nee, eben nicht nur zwei Streifen. Ist so Adidas. Vom Polenmarkt aus Hohenwutzen. Aber es soll halt auch auf Teufel komm raus, ich bin Sportler vermittelt werden. Ha? Genau. Die Collegejacke würde es ja schon ausreichend machen, eigentlich, aber okay, nee, da muss noch die Sporthose her. Was ist denn das? Das ist ein Schweinekopf? Ach, schön! Welcome back. Was soll das? Ein Schweinekopf, wirklich. Der war vorher noch nicht da. Eine Nachricht? Ja. Wow. Willkommen zurück. Das war bestimmt Chris. Oder Josh. Die wollen uns bloß veralbern. Irgendwie uncool, Jungs. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Ich würde sagen, es war der Hausmeister. Oh. Matt! Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle war das? Okay, Lichter sind aus. Irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will nur weg hier. Okay. Ach, es war so sinnlos. Oh, guck mal, seine Praxis sieht doch schon wieder ein bisschen zerramster aus. Oder er ist jetzt auch mit in der Lodge. Nee, sind bei ihm. Waren die Fenster schon immer vernagelt? Nee. Widmen wir uns jetzt deinen Gefühlen gegenüber Menschen mit Angst vor der Dunkelheit. Hast du auch diese Furcht? Nö. Und welches Gefühl hast du für Menschen, die sich fürchten? Ja, Mitleid, ich fühle Hass. Ach komm, Mitleid, Mann, Alter, was ist denn mit dir los? Ich verstehe. Ashley hat recht große Angst vor der Dunkelheit. Tut sie dir deshalb leid? Ja, weiß ich nicht. Wie antwortet man auf so eine Frage irgendwie? Also, mir würde sie jetzt nicht leid tun, weil wenn jemand Angst hat, also klar, wenn, weiß ich, sie hat Höhenangst beispielsweise. Ich würde ihn jetzt nicht irgendwo aussetzen und sagen so von wegen, ja, wie sieht's denn aus? Kannst du mal auf meinem Hochhaus die Dachrinnen sauber machen? Wie sieht's aus? Machst du für mich so easy peasy? Und nee. Nein, die Frage ist, hast du deswegen Mitleid mit mir? Nicht wirklich. Ja, eben. Also, beantwort mal mit nein die Frage. Gewiss. Das also, hört sich hart an, muss ich sagen. Also, weil Mitleid hast du mit Menschen in Not irgendwie und nicht mit irgendwie, ah, oh, ne, kann leider irgendwie keine Schalentiere essen. Ah, oh, kann man Mitleid mit dir. Das ist ja Quatsch, muss da nicht. Und jetzt nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Krasse andere Menschen! Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Oder das wird auch mal nicht was so gut ausfallen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Loyalität.
Du würdest also lügen, um loyal gegenüber einem Freund zu sein, okay. Was ist mit Loyalität oder Nächstenliebe? Nächstenliebe. Solch ein großzügiger Charakter. Wie schön. Wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Okay.